Hallo und herzlich willkommen zurück zur Systematik der motorischen Hauptbeanspruchungsformen. Wir hatten uns im Teil Kraft schon mit der Muskelkontraktion, metabolischen Einflüssen, der Periodisierungsform und unterschiedlichen Fasertypen beschäftigt und darauf bauen wir in dem heutigen Thema auf, denn wir widmen uns heute dem ersten Mal dem Thema der Schnelligkeit. Bei der Schnelligkeit werden wir sehen, dass Kraft und Schnelligkeit im Grunde sich kaum voneinander trennen lassen. In dieser Lektion wird es jetzt einmal darum gehen, die Grundlage zu schaffen, also welche biomechanische oder mechanische Grundlage steht jetzt da, wie hängt das auch diagnostisch zusammen, was gibt es da für Möglichkeiten, was passiert eben mit verschiedenen Veränderungen im Muskel, die wir dann für die nächste Lektion im Grunde brauchen werden. Von den Abbildungen her orientiere ich mich sehr stark an dem, was Marco Teugo in seinem Buch Muskelrevolution aufgeführt hat. Da, finde ich, hat er sehr schön das Ganze illustriert und das Wichtigste dargestellt. Deswegen sind da auch viele Abbildungen dieser Veröffentlichung entlehnt. Wir hatten bei der Muskelkontraktion ja besprochen, dass sich diese verschiedenen Fasern, also diese Filamente ineinander gleiten und das überhaupt eine Bewegung erstmal bewirkt. Da hatten wir uns mit dem Querbrückenzyklus viel auseinandergesetzt und eben gesehen, dass diese Bewegung dazu führt, die Muskelfaser verkürzt sich. Und die Kraft hängt eben jetzt stark davon ab, wie viele Überlappungsmöglichkeiten ich hier überhaupt habe. Denn je mehr Myosinköpfchen hier eine Kraft erzeugen können, umso größer ist auch im Grunde die Kraft der Muskulatur. Das heißt, wir sprechen jetzt hier von der Längen-Kraft-Relation. Das bedeutet eben, im Verhältnis zu der Sarkomerlänge, die wir hier auf der X-Achse sehen, verändert sich eben die Faserspannung. Im Grunde könnte man auch gleichzeitig die Kraft sagen, in Abhängigkeit eben von der Sarkomerlänge. So, gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt hier einen Muskel, der relativ gedehnt ist. Das bedeutet, dass wir eben hier sehr, sehr wenig Überschneidungen haben zwischen den Filamenten, dadurch wenig Myosin-Verbindung und dadurch eine geringe Kraft. Wird jetzt eine Kontraktion durchgeführt, das heißt, der Muskel verkürzt sich, dann führt das dazu, dass immer mehr von diesen Querbrücken gebildet werden können und schließlich kommen wir hier zu einem Optimum in der Kraft, das liegt bei ungefähr 2,0 bis 2,1 Mikrometer in der Sarkomerlänge. So. Und wenn sich das jetzt weiter ineinander verschiebt, dann führt das eben dazu, dass diese Überlappung eben nicht mehr optimal ist, sondern dass auch hier wieder teilweise Möglichkeiten verloren gehen und dadurch reduziert sich auch hier wieder die Kraft. Das heißt, wir haben hier ein Optimum, wenn wir den Muskel weiter dehnen, wird es nicht besser und bei einer sehr starken Verkürzung habe ich das im Grunde auch. Das ist die eine Relation, die für uns wichtig ist. Die andere Relation, die für uns wichtig ist, ist die Geschwindigkeits-Kraft-Relation. Das heißt, wir haben auf der X-Achse jetzt aufgetragen die Verkürzungsgeschwindigkeit und auf der Y-Achse die Kraft. Und diese Relation habt ihr mit Sicherheit schon so oder so ähnlich gesehen. Die klassische Hill-Kurve. Das heißt, wir haben einmal im Bereich der isometrischen Maximalkraft die höchste Kraft. Allerdings ist hier die Geschwindigkeit im Grunde gleich 0, denn wir haben hier keine Bewegung, also in isometrische Maximalkraft. So, und wenn wir jetzt die Geschwindigkeit erhöhen, dann sehen wir, dass die Kraft extrem schnell erstmal abfällt. Diese Steigung des Abfalls wird dann immer weniger, aber wir sehen auch, dass bei der maximalen Kontraktionsgeschwindigkeit im Grunde die Kraft sehr, sehr gering ist. Theoretisch sieht man das in manchen Lehrbüchern, dass die Kraft dann 0 ist. Praktisch braucht man natürlich eine gewisse Kraft, weil sonst hätten wir ja keine Kontraktion, aber die wird im Grunde sehr, sehr gering. Ja, und über diesen Zusammenhang kann man ja sehr schön sehen, eben wie schnell ist mein Muskel, wie stark ist mein Muskel und wie sieht das im submaximalen Bereich aus. So, das ist aber nur ein Teil der Kurve, denn wir können im Grunde hier auch noch in der sogenannten Exzentrik arbeiten. So, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Lager, die ihr immer wieder begegnen werdet, unterschiedliche Perspektiven, was man jetzt unter Exzentrik versteht. Also ich sag mal, das liberale Lager, die das jetzt nicht so eng sehen, die sagen sich, naja, also wenn ich jetzt Bizeps Curls mache, das heißt, ich hebe das Gewicht an und lasse das Gewicht runter, dann habe ich ja auch eine Exzentrik, weil ich habe ja eine Kontraktion und gleichzeitig eine Verlängerung des Muskels. So. Und da würden jetzt die Hardliner, also die Konservativen, die das jetzt etwas enger sehen, die würden jetzt sagen, nee, Moment,
Das, was du da gerade machst bei deinen Bizeps-Curls, ist keine Exzentrik, sondern das ist eine kontrollierte Derekrutierung motorischer Einheiten. Ja, eine Exzentrik beginnt nach der Definition oberhalb des isometrischen Maximums und ist erst dann eine Exzentrik, wenn ich das Gewicht weder anheben könnte, noch dass ich es überhaupt isometrisch halten könnte. Dann sprechen wir wirklich vom Beginn der Exzentrik. Das heißt, ihr werdet immer wieder verschiedene Leute haben und klärt da am besten direkt ab, okay, wovon reden wir jetzt gerade, welche Definition meinst du? Und wenn ihr es eng seht, Exzentrik oberhalb der isometrischen Maximalkraft. Über den Zusammenhang von Kraft und Geschwindigkeit, die eben, auf das ich später noch eingehen werde, muskuläre Leistung definieren, könnte ich hier mir jetzt diese Relation hernehmen und könnte jetzt bei jedem Punkt auf der Kurve das Produkt nehmen aus der Kraft, die ich habe, zu der jeweiligen Geschwindigkeit. Wenn wir das jetzt hier in dem Bereich machen, sehen wir, die Kraft ist sehr, sehr hoch. Aber wenn ich das jetzt mit was multipliziere, was ziemlich klein ist, dann führt das dazu, dass ich hier einen geringen Wert habe. So in diesem Bereich, wo die Kraft noch ganz gut dabei ist und die Geschwindigkeit eigentlich auch, wo der Abstand hier zu dieser Kurve groß ist, da werde ich wahrscheinlich einen ganz großen Wert haben. Und hier in diesem Bereich, wo die Geschwindigkeit eben hoch ist, aber ich multipliziere das mit einer ganz kleinen Kraft, habe ich im Grunde auch eine kleine Leistung. Und das führt dann hinterher zu unserer Geschwindigkeitsleistungsrelation, die sieht dann ungefähr so aus, schematisch. Das heißt, wir haben einen Anstieg. Ungefähr bei 30% der maximalen Geschwindigkeit hätte ich jetzt hier das Maximum. Und dann würde es im Grunde hier wieder abfallen. Ja, das sind die drei wesentlichen Relationen, die wir uns später auch nochmal in der nächsten Lektion genauer angucken wollen. Dann habt ihr sie hier schon mal gehört. So. Und jetzt ist ja die Frage, schön und gut, Kraft, Schnelligkeit, wie könnte ich das jetzt diagnostizieren? Und da gibt es natürlich eine große Variante an Möglichkeiten, die ich mir anschauen kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir uns erstmal darüber nochmal klar sind, welche mechanischen Grundlagen liegen dahinter. Das hat Ulrike Dörmann in ihrer Dissertation 2010 einmal hier zusammengetragen. Wir fangen mal in der Mitte an mit der Kraft. Was ist überhaupt Kraft? Kraft ist mechanisch gesehen im Grunde das Produkt aus Masse mal Beschleunigung. Na, die Masse kann jetzt zum Beispiel das Körpergewicht sein, das ich trage und bewege und weil ich laufe. Was ist jetzt nochmal Beschleunigung? Beschleunigung ist Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einer konstanten Geschwindigkeit lauft und ihr wollt jetzt einen Sprint anziehen, ihr wollt die Geschwindigkeit erhöhen, dann müsst ihr euch entsprechend beschleunigen. Positive Beschleunigung wäre, ihr erhöht die Geschwindigkeit und eine negative Beschleunigung wäre dann entsprechend, ihr bremst ab. Woher kommt jetzt Geschwindigkeit? Geschwindigkeit ist Displacement-Veränderung pro Zeit, also Streckenveränderung pro Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt also eine große Strecke in einer gewissen Zeit absolviere, habe ich eine höhere Geschwindigkeit, als wenn ich eine kleinere Strecke absolviere. Das wäre hier nochmal der Zusammenhang von dieser Seite. So, um auf diese Kraft zu kommen, ist noch wichtig, dass man einmal das sogenannte, im Englischen sagt man Momentum, im Deutschen würde man Impuls sagen, ist nämlich das Produkt aus Masse mal Geschwindigkeit. Was heißt das? Wenn ihr euch den Impuls anschaut, dann ist es eben einmal wichtig, wie schwer ist das Teil, was auf euch zukommt und wie schnell. Wenn ihr jetzt beispielsweise in einem Auto seid und das fährt jetzt mit 100 km/h, wiegt eine Tonne, dann hat das schon einen relativ großen Impuls. Und jetzt kann es natürlich dazu kommen, wenn das auf euch zukommt. Ich meine, bei 100 km/h, da könnt ihr nur eigentlich zur Seite springen. Aber der Impuls erhöht sich jetzt entweder, wenn ihr jetzt die Masse erhöht, also wenn es auf einmal ein 40-Tonner ist, der mit 100 km/h kommt, ja, oder ihr habt, weiß ich nicht, ein Formel-1-Auto, was auch ein ähnliches Gewicht hat. Oder vielleicht nicht so ein großes Gewicht hat, aber halt mit sehr, sehr großer Geschwindigkeit auf euch zukommt. Das heißt, Impuls als Produkt aus Masse mal Geschwindigkeit. Mit der Kraft verbunden sind noch zwei weitere Größen. Das ist einmal der Druck, den man hier haben kann, also die Kraft pro Fläche. Das heißt, wir hätten jetzt hier die Kraft eben auf die Fläche, die übertragen wird. Auch hier ein praktisches Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid im Club, es ist super eng und jetzt tritt euch 150
Kilo Bodybuilder auf die Füße, dann kann es sein, dass euch das nicht ganz so weh tut, weil sich diese Kraft eben auf eine große Fläche verteilt. So, jetzt geht ihr weiter und da kommt jetzt ein Mädel vorbei, die wiegt jetzt deutlich weniger, vielleicht nur 50 Kilo, hat aber Pfennigabsätze an. Wenn die euch auf den Fuß tritt, dann kann das schon etwas weher tun, obwohl die Kraft, also das Produkt aus Masse mal der Erdbeschleunigung, die ja für beide dann gleich wäre, größer ist. Das heißt, hier immer wichtig, wie viel Kraft wird da im Grunde übertragen, auf welche Fläche. Und mit der Kraft hängt auch noch eine weitere Größe zusammen, und zwar das sogenannte Torque oder im Deutschen halt das Drehmoment. So, und dieses Drehmoment ist das Produkt aus Kraft mal Hebelarm. Beispiel hier, ihr seid auf der Wippe unterwegs, ja. Das heißt, wenn ihr euch jetzt dem gleichen Abstand platziert, gleiches Gewicht, gleicher Abstand, dann könnt ihr sehr, sehr gut wippen und habt im Grunde hier ein Gleichgewicht dieser Drehmomente. Ihr könnt aber auch mit eurer kleinen Schwester, eurem kleinen Bruder oder der kleinen Cousine oder sonst wem, der leichter ist als euch, könnt ihr auch sehr gut wippen. Ihr müsst euch jetzt nur entsprechend verändern. Das heißt, Gewicht wäre dann in dem Fall die Gewichtskraft. Und das Displacement, das müsst ihr im Grunde so anpassen, dass es im Grunde wieder gleich ist. Das heißt, die schweren Leute müssten sich jetzt im Grunde weiter nach vorne setzen, dass eben der Hebel kleiner wird. Und die, die jetzt leichter sind, müssten sich weiter nach hinten setzen. Und deswegen kann man halt auch in der unterschiedlichen Gewichtskraft trotzdem das gleiche Drehmoment erzeugen. Das brauchen wir hinterher auch für den Muskel. Ja, also Kraft mal Hebelarm. Womit man das nicht verwechseln darf, ist dieser Ausdruck hier. Da steht jetzt auch F mal D, aber das hier ist die muskuläre Arbeit. Und Arbeit ist in dem Fall das Produkt aus Kraft mal dem Weg, den ich zurücklege. Ja, also hier habe ich den Hebelarm, das heißt, es wäre rechtwinklig dazu und hier ist es im Grunde in der Verlaufsrichtung. Beispiel hier, ihr habt eine schwere Kiste, die wollt ihr jetzt verschieben. Dafür müsst ihr eine gewisse Arbeit verrichten, dafür braucht ihr entsprechende Energie, das heißt, die beiden sind im Grunde äquivalent. Und jetzt ergibt sich diese Arbeit eben entweder daraus, dass die Kiste zum Beispiel besonders schwer ist, also je schwerer die Kiste, umso größer die Arbeit bei gleicher Strecke, oder ihr habt jetzt die gleiche Kiste, aber ihr versucht jetzt hier, die Kiste müsst ihr jetzt noch weiter transportieren, das heißt, diese beiden Größen ergeben jetzt im Grunde die Arbeit, die verrichtet wird. So, und diese Arbeit kann ich jetzt ja entweder schneller oder langsamer vollziehen. Und die Größe, die das beschreibt, ist dann die Power, also die Leistung. Die Leistung ist im Grunde einmal Arbeit pro Zeit, manche sagen auch Energie pro Zeit. Das heißt, je schneller ich das Ganze verrichte, umso höher ist meine Leistung. Jetzt steht hier auch noch, dass das gleich Kraft mal Geschwindigkeit ist. Das hatte ich ja gerade schon angekündigt. Wie kommt es denn jetzt überhaupt dazu, dass das Kraft mal Geschwindigkeit ist? Also wir haben hier einmal das F mal D, also Kraft mal Strecke. Wenn wir das jetzt durch T teilen, so wie es hier steht, dann könnten wir auch schreiben, dass das F mal D durch T ist. Und dieses D durch T, das sehen wir ja hier auch. Ja, das ist ja die Geschwindigkeit. Und deswegen können wir halt das entweder so ausdrücken, dass wir Arbeit durch Zeit sagen oder wir sagen eben Kraft mal Geschwindigkeit. Diese Grundlagen brauchen wir auf jeden Fall auch für die weiteren Lektionen. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall schon mal eine Übersicht haben. So, und bei der Diagnostik möchte ich jetzt zwei Sachen vorstellen. Das ist einmal so alles, was mit dem Begriff der Schnellkraft zu tun hat und einmal möchte ich mich ein bisschen mit der Sprungkraft beschäftigen. So, bei der Schnellkraft stellen wir uns jetzt mal Folgendes vor. Wir hätten jetzt hier eine Diagnostik. Wir sehen auf der X-Achse einmal die Zeit und auf der Y-Achse die Kraft. Und die Aufgabe ist jetzt, so schnell und so fest wie möglich im Grunde gegen einen Widerstand sich zu bewegen. Das heißt, es würde hier zu einem Anstieg der Kraft führen und wir gucken uns jetzt erstmal nur die blaue Linie an. Das heißt, wir haben einen Anstieg in der Kraft. Und irgendwann kommen wir hier jetzt an der Stelle dazu, dass wir ein Maximum haben. So, und dieses Maximum kann ich jetzt zum Beispiel durch ein entsprechendes Krafttraining, das ist jetzt die grüne Linie,
kann ich das erhöhen. Das heißt, ich komme hinterher bei der meiner höheren maximalen Kraft raus. Wenn ich jetzt ein Schnelligkeitstraining mache, dann kann es sogar sein, dass meine Kraft hier sogar ein bisschen nach unten geht, schematisch. Muss nicht sein, aber kann sein. Was sich aber auch verändert, also was man neben dieser Maximalkraft auch auf dem Schirm haben sollte, ist, wie schnell überhaupt die Kraft appliziert wird. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den sogenannten Schnellkraftindex. Der würde jetzt gucken, von 0, wie lange dauert es, bis ich einen bestimmten Prozentsatz der maximalen Kraft erreicht habe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die rote Linie, die ist jetzt schon hier im Grunde sehr, sehr nah am Maximum, die blaue vielleicht so da und die grüne erst relativ spät. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir angucke, wie lange dauert es jetzt von hier, ja, bis da und nehme jetzt hier dieses Dreieck, diese mittlere Kraftanstiegsrate, dann wäre das der Schnellkraftindex. Das wäre Schnellkraft. Und jetzt gibt es im Deutschen noch die sogenannte Explosivkraft. Und das wäre wirklich in diesem sehr steilen Anteil, wie steil ist im Grunde da diese Kurve. Und auch da sehen wir, ein Schnelligkeitstraining führt eben dazu, dass die Kraft halt schneller übertragen werden kann. Und ein Krafttraining kann dazu führen, also ein normales, klassisches Hypertrophietraining kann dazu führen, dass ich sogar hier eine Verringerung habe. Und diese Explosivkraft, die nennt man im Englischen dann auch die Rate of Force Development, die wird dann auch immer in den Newton pro Sekunde angegeben, also wie stark jetzt hier im Grunde die Steigung ist. So, und was kann man jetzt mit dieser Rate of Force Development machen? Das wird hier jetzt einmal zusammengetragen. Also da gibt es jetzt verschiedene physiologische Dinge, die da drunter liegen, dem zugrunde liegen, sowohl auf Nerven- als auch auf Muskelebene. Brauchen tue ich die Rate of Force Development vor allen Dingen für Sportarten, wo ich jetzt schnell eine Kraft übertragen muss. Also das passiert zum Beispiel beim Springen, beim Gewichtheben, aber auch immer, wenn ich Sprints im Radfahren oder auf der Bahn im Laufen applizieren will, immer dann ist es wichtig, dass ich die Kraft auch schnell hinkriege. Da reicht das Maximum an sich nicht aus. Um jetzt diese Rate of Force Development zu erhöhen, kann ich einmal versuchen, meine Sehnensteifigkeit zu erhöhen. Diese Steifigkeit beschreibt einfach, wie schnell ist da auch diese Kraftübertragung. Das heißt, wenn ich eine steife Sehne habe, dann führt das nicht erst zu einer Dehnung, sondern das kommt im Grunde direkt an. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist wie so ein Stahlseil im Verhältnis zu so einem Kletterseil, was halt sehr elastisch ist. Das heißt, ein Stahlseil kann schnell die Kraft übertragen, aber wie wir später auch sehen werden, nicht so viel Energie speichern. Aber für die Rate of Force Development ist das hier ganz gut. Andererseits kann es noch wichtig sein, dass eben sich diese Fasertypen in der Funktion von Typ 1 eher zu Typ 2a entwickeln. Und, das werden wir in der nächsten Lektion auch sehen, spielt auch die neuronale Aktivierung eine große Rolle, um die Rate of Force Development zu erhöhen. Und auf der anderen Seite kann natürlich jetzt zum Beispiel ein Faserschiff von Typ 2x eher zu Typ 2a in der Funktion eher dazu führen, dass ich eben eine Reduktion der Rate of Force Development habe. Von dem Training, wie kann ich das jetzt trainieren? Da gibt es, wie so oft, bei Untrainierten eigentlich alle Möglichkeiten. Egal was ihr macht, ihr werdet da eine Erhöhung haben. Deswegen ist vor allen Dingen wichtig, was haben wir hier bei den Leuten, die jetzt wirklich sporttreibend schon sind. Und da sind es einmal, also sind es zwei Dinge. Einmal das Krafttraining und ballistisches Training, zum Beispiel in Form von Plyometrie-Training, die das bewirken können. Das heißt, die Rate of Force Development erlaubt jetzt halt noch zusätzlich zu anderen Parametern eben zu diagnostizieren, wie explosiv ist diese Kraftübertragung und kann ich dadurch auch schnell im Grunde einen Anstieg verzeichnen. So viel aus dem Bereich der Schnellkraft. Was damit im Grunde verbunden ist oder was man ergänzend machen kann, ist noch eine Sprungkraftdiagnostik, wie jetzt hier dargestellt am Beispiel des sogenannten Counter-Movement-Jumps. Das heißt, wir sehen hier auf der X-Achse einmal die Zeit und diese gestrichelte Linie repräsentiert jetzt im Grunde die Situation, ich stehe auf der Platte und das wäre im Grunde meine Gewichtskraft als Orientierung und die brauchen wir jetzt für das weitere Vorgehen. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt über diesen Counter-Movement-Jump, also wenn ich jetzt über diese Ausholbewegung abspringe, was bewirkt das im Grunde? Wenn ich anfange, nach unten zu gehen, dann führt das dazu, dass erstmal weniger Gewicht auf dieser Platte
liegt. Das kann man sich erstmal schwer vorstellen, aber stellt euch das wie in so einem Comic vor. Wenn ihr jetzt ganz schnell nach unten geht, dann würden sich ja fast die Füße vom Boden lösen und im Grunde passiert auch sowas Ähnliches. Das heißt, ihr reduziert erstmal die Kraft, die auf diese Platte wirkt. So, jetzt müsst ihr das natürlich auch irgendwie abbremsen. Das heißt, ihr müsst ja irgendwann irgendwie dieses nach unten bewegen abbremsen. Das heißt, ihr versucht jetzt auch wieder mehr Spannung in die Beine reinzubringen, weil sonst würdet ihr ja mit dem Gesäß auf dem Boden landen. Und dieses Abbremsen nennt man dann den sogenannten Bremsstoß. Das heißt, dieses Grüne ist im Grunde, ich nehme Gewicht von der Platte, und das Rote ist dann der Bremsstoß, damit ihr nicht, wie gesagt, mit dem Hintern auf dem Boden landet. Und diese rote Fläche entspricht jetzt eben genau dieser grünen Fläche. Das ist der Bremsstoß. Und wichtig ist jetzt an der Stelle, dass wenn ich genug Kraft hier positiv habe, das heißt, dass dieser Bremsstoß dieses Entlasten ausgeglichen hat, dann beginnt im Grunde die Umkehrbewegung. Das ist hier leider nicht optimal dargestellt. Das heißt, erst in diesem Punkt hier würde es dazu kommen, dass ich meine Umkehrbewegung einleite. Das heißt, dass das Kniegelenk dann weiterhin gestreckt wird. Weil dann passiert nämlich Folgendes. Die Kraft, die ich hier aufbringe, ist deutlich größer. Die wird immer größer, immer größer, immer größer. Und kurz vorm Absprung, da geht natürlich die Kraft hinterher auf Null runter, weil ich dann ja in der Luft bin. So, und diese Fläche, diese blaue Fläche unterhalb der Kurve, die bezeichnet man auch als sogenannten Beschleunigungsstoß oder Beschleunigungskraftstoß. Und dieser Beschleunigungsstoß führt jetzt dazu, dass sich mein Impuls ändert. Das heißt, für diese Höhe meines Körperschwerpunkts ist entscheidend, welche Geschwindigkeit ich erreiche. Und der mathematische Zusammenhang sieht wie folgt aus. Die Fläche der Kraft, also dieses Integral von f von t dt, das wäre jetzt hier diese blaue Kurve. Das heißt, von t0, also dem Umkehrpunkt, bis t1, da wo ich jetzt die Gewichtskraft dann wieder schneide. Diese Fläche führt dazu, dass ich eben eine Impulsänderung habe. Und die Geschwindigkeit, die ich im Grunde hier jetzt erzeuge, über meinen Kraftstoß, die bewirkt dann, dass ich nach oben komme, und darüber kann ich auch die Flughöhe, im Grunde könnte ich die errechnen. Ja, das heißt, da ist mir wichtig, ihr wisst, wo der Umkehrpunkt ist, und eben die Formel Kraftstoß führt zu einer Impulsänderung. Je größer der Kraftstoß ist, umso höher die Impulsänderung. Wenn ich jetzt einen Squat-Jump mache, dann habe ich ja im Grunde nicht diese Ausholbewegung. Das heißt, ich starte nicht auf diesem Kraftniveau, sondern auf einem niedrigeren. Das heißt, die Fläche, die jetzt mir verloren geht, die versuche ich jetzt mal hier zu schraffieren. Das wäre ungefähr diese hier. Ja, das heißt, ich habe im Grunde einen Verlust in dieser Fläche. Die ist ein bisschen weniger. Und das führt auch dazu, dass ich eben dadurch eine geringere Flughöhe habe in der Regel. Was man jetzt diagnostisch sehr gut machen kann, ist, dass man eben schaut, wie groß ist der Unterschied zwischen Counter-Movement-Jump und dem Squat-Jump. Weil wenn der Unterschied sehr groß ist, dann heißt das, dass ich meine Ausholbewegung sehr gut nutzen kann, aber vielleicht scheint es da Kraftdefizite zu geben. Und wenn diese Größen sehr ähnlich sind, dann heißt das im Grunde, naja, also die Kraft ist vielleicht da, müssen wir uns die absolute Höhe mal angucken, aber der Athlet, die Athletin kann im Grunde diese Ausholbewegung nicht optimal nutzen. Das heißt, das kann man im Grunde mit dieser Kraftmessplatte machen. Selbst wenn ich keine Kraftmessplatte zur Verfügung habe, kann ich Sprungkraftdiagnostik sehr gut machen. Zum Beispiel mit einem System wie dem OptoJump. Das heißt, wir haben jetzt hier Laser, die zwischen diesen beiden Apparaturen gesendet werden, und die detektieren, okay, da scheint es, was ist es unterbrochen, da steht noch jemand. Und wenn ich jetzt in der Luft bin, detektiert die, aha, da ist keiner mehr. Und wenn ich dann lande, dann detektiert es das auch wieder. Da kann ich natürlich jetzt bescheißen, indem ich zum Beispiel die Knie anwinkel und dann im Grunde später ankomme. Da sollte man natürlich gucken, dass man auch wirklich in der Position im Grunde landet und am besten auch mehrere Sprünge machen, dass es dann valide ist. Das heißt, was das Gerät im Grunde hauptsächlich testet, ist, da ist jemand, da ist niemand, da ist kein Kontakt, und dann wieder, wann war der? Und aus dieser Flugzeit
können wir jetzt auch die Sprunghöhe errechnen. Und das wollte ich euch jetzt hier einmal zeigen, weil man das auch sehr gut dann hinterher nutzen kann, auch wenn man ein anderes System zum Beispiel heranzieht. Das heißt, das Erste, was wir wissen müssen, ist dieses G, das ist die Erdbeschleunigung, können wir jetzt hier zum Beispiel mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat annehmen. Und die weitere Formel ist eben G halbe mal T halbe hoch 2. Das T ist das, was wir experimentell messen, das heißt, das ist die Flugzeit, die man bestimmen kann. Und je nach Flugzeit habe ich jetzt eben hier eine unterschiedliche Höhe. Und das möchte ich mit euch einmal kurz durchgehen, dass ihr das auch versucht in der Praxis abzuschätzen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier eine Flugzeit von 0,4 Sekunden. Das entspricht dann 400 Millisekunden. So. Den ersten Teil, den können wir immer gleich halten, weil wenn ich 9,81 durch 2 teile, dann komme ich immer auf 4,905. Das heißt, der Teil bleibt im Grunde immer gleich. So, wenn ich jetzt diese 0,4 nehme und die durch 2 teile, machen wir mal kurz so im Kopf, dann komme ich auf 0,2. So, und 0,2 ist im Grunde, kann ich auch ausdrücken als ein Fünftel. So, das heißt, wenn wir jetzt hier ein Fünftel hätten und machen das jetzt zum Quadrat, also ein Fünftel mal ein Fünftel, dann wäre das im Grunde ein Fünfundzwanzigstel. Ja? Und ein Fünfundzwanzigstel kann ich in Dezimal ausdrücken, wäre 0,04. Das heißt, wenn ich jetzt hier für diesen Teil 0,04 nehme und den ersten Teil, die 4,905, damit multipliziere, dann komme ich auf 0,196 und das entspricht eben 19,6 cm Flughöhe. So, so kann ich das machen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wir nehmen 0,5 für unsere Berechnung. Auch hier nehmen wir wieder die Flugzeit in den Bruch. Das heißt, wir hätten jetzt hier 0,5 geteilt durch 2 wäre 0,25. Wir könnten auch sagen ein Viertel. Das kann man schöner rechnen. Das heißt, ein Viertel mal ein Viertel wäre ein Sechzehntel. Und wenn ich jetzt ein Sechzehntel in Dezimal ausdrücke, dann wäre das 0,0625. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und wenn ich das jetzt wieder mit unserem ersten Teil verrechne, dann komme ich hier auf eine Flughöhe von insgesamt 30,7 cm. So zur Einordnung, also 20 cm so grob ist schon relativ wenig. 30 cm ist, ich sag mal, für Männer okay. Sind aber eher so die Ausdauerleute, die jetzt nicht so schnellkräftig sind, die dann sowas haben. Also da geht auf jeden Fall schon deutlich mehr. Bei 0,6 hätte ich eine Höhe von 44 cm. Und bei 0,7, da wären wir schon so bei 60 cm, also ich sag mal so im Volleyballbereich, Torwartbereich, so über 50 ist schon nicht schlecht. 60 hat man wirklich ziemlich selten, dass man diese Flughöhe hat. Also dann fühlt man das auch als Diagnostiker, dass da sehr lange in der Luft geblieben wird. Da muss man immer noch mal gucken, ob da sauber gesprungen wurde, aber das sind so, ist so der Range der Bereiche. Und mit dem Tool könnt ihr jetzt im Grunde, wenn ihr eine Kontaktplatte habt und könnt die Zeit bestimmen, könnt ihr das jetzt hier über die Formel halt sehr gut auch nachvollziehen. Okay, soviel zum Bereich der Diagnostik. Jetzt steigen wir nochmal etwas in die Muskulatur ein und versuchen da die Grundlage für die nächste Lektion im Grunde zu machen. Wir haben uns jetzt die verschiedenen Relationen ja schon angeschaut auf Muskelebene, die wir haben, also Kraft-Längen- oder Längen-Kraft-Relationen, Geschwindigkeitskraft Relation und die Geschwindigkeits-Leistungs-Relation. Und jetzt gucken wir uns nochmal genauer einmal an, wie das mit der Muskelarchitektur im Grunde zusammenhängt. Da möchte ich euch noch ein paar Sachen zu sagen. Und dann eben, was passiert, wenn ich jetzt hier meine Relationen verändere und über welchen Mechanismus auf Muskelzellebene kommt das im Grunde zustande. Wichtig bei der Einordnung von Muskelkraft und der Position, wo ich die habe, ist eben auch noch, dass man den effektiven Momentarm mit einrechnet. Das heißt, das sehen wir jetzt hier einmal am Froschmodell und zwar immer im Vergleich für einen Anstieg in dem Gelenkwinkel. Und da sehen wir jetzt drei unterschiedliche Werte. Wir sehen einmal einen Wert für die Muskelkraft. Das heißt, hier ist es jetzt so, je höher der Gelenkwinkel, umso höher auch da die Kraft. Das ist die eine Größe. Dann sehen wir hier dargestellt den Momentarm,
Also das, was der Muskel im Grunde als Momentarm zur Verfügung hat. Und der ist nicht ganz linear, der steigt zwar erstmal an, aber so bei, ich sag mal, 85 Grad haben wir hier jetzt ein Maximum in diesem Momentarm, was der Muskel hat. Und dann fällt es im Grunde wieder ab. Und wenn ich jetzt diese beiden Sachen miteinander multipliziere, dann komme ich hier auf das sogenannte Drehmoment. Ja, war ja Kraft mal Hebelarm. Und dann hätte ich jetzt hier ein Maximum eben ja, kurz vor 110 Grad im Kniewinkel. Das heißt, die wichtige Message, die die Tolgo hier nochmal hervorhebt, ist eben, dass die höchste Muskelkraft nicht unbedingt übereinstimmen muss oder die Position mit dem höchsten Drehmoment. Und was Ähnliches sehen wir zum Beispiel auch bei Muskeln wie dem Quadrizeps. Ja, da gibt es ja verschiedene Anteile und die haben jetzt bei unterschiedlichen Gelenkpositionen, je nach Hebelarm und dergleichen mehr, unterschiedlich große Kraftproduktion. Und wenn ihr dann noch Gelenke habt, die über mehrere Gelenke ziehen, wenn ihr jetzt Muskeln habt, die mehrgelenkig sind, dann müsst ihr im Grunde da auch nochmal mehr nachdenken und gucken, wie ihr das standardisieren wollt, weil das auch eben auch einen Einfluss auf diese Kraftproduktion dann haben kann. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal darlegen. Wenn wir jetzt Faserntypen in ihrer Geschwindigkeits-Kraft-Relation vergleichen, dann sehen wir, dass die Typ 1 Fasern natürlich eine wesentlich geringere Geschwindigkeit haben, als es die schnellen Typ 2 Fasern zeigen. Und auch im Bereich der maximalen Kraft sehen wir hier deutliche Unterschiede in der Orientierung. Das hängt aber auch davon, also hängt damit zusammen, dass eben auch diese Fasern deutlich größer sind. Das heißt, wenn ich das auf den Faserquerschnitt wieder relativiere, dann sieht das nicht unbedingt so aus. Aber eben weil die Fasern generell einen größeren Querschnitt haben, habe ich hier eine Erhöhung. Und auf Ebene des Muskels ist noch wichtig, dass man zwischen zwei verschiedenen Querschnittsflächen unterscheidet. Also generell ist die Querschnittsfläche für die Kraftentwicklung schon entscheidend, aber ich kann das jetzt eben einmal als anatomisch und einmal als physiologische Querschnittsfläche mir anschauen. Nehmen wir mal erstmal den Bizeps brachii. Wenn wir da jetzt durch den Muskel durchgucken, das heißt, wir hätten hier Sehne, hier hätten wir Sehne und würden jetzt rechtwinklig dazu einen Querschnitt machen, dann wäre hier der anatomische Querschnitt gleichzusetzen mit dem physiologischen Querschnitt. Das heißt, hier hätten wir keinen Unterschied. Wenn wir jetzt aber andere Muskeln nehmen und 80 bis 90% der Muskeln, die wir haben, haben eben da nicht diese Übereinstimmung, dann sieht es eben so aus, wenn wir jetzt hier wieder Sehne, Sehne nehmen. Und machen jetzt hier einmal einfach einen anatomischen Querschnitt, dann stimmt das überhaupt nicht überein mit dem physiologischen Querschnitt. Und der physiologische Querschnitt ist immer rechtwinklig zum Faserverlauf. Das heißt, wir haben da einen gewissen Winkel drin und diesen Winkel nennt man Fiederungs- oder Pinnationswinkel. So, und das hat jetzt wiederum Vor- und Nachteile. Im Körper gibt es da jetzt unterschiedliche Arten von gefiederten Muskeln. Es gibt einmal den einfach gefiederten Muskeln, den haben wir relativ oft, zum Beispiel Vorderschenkel, Ober- und Rückseite. Den nennt man auch Unipinnatus, also einfach gefiedert. Im Blau jetzt immer dargestellt der anatomische Querschnitt und in Grün der physiologische. Es gibt auch Muskeln, die zweigefiedert sind. Der Gastrocnemius wäre zum Beispiel so einer. Die nennt man dann Bipinnatus, das heißt zweifach gefiedert. Und es gibt auch Multipinnatus, also mehrfach gefiederte Muskeln. Und der Unterschied zwischen physiologischen und anatomischen Querschnitt ist hier besonders groß. So, das hat jetzt Vor- und auch Nachteile, die das mit sich bringt. Ihr könnt euch das hier jetzt einmal schematisch vorstellen. Wir hätten jetzt hier die Sehne, die zieht, hier wieder die Sehne, die zieht, und das wäre jetzt im Grunde der Winkel, den jetzt diese Muskulatur hat als Fiederungswinkel. Und je größer jetzt dieser Winkel ist, desto mehr Fasern, könnt ihr euch hier auch anschauen, können jetzt im Grunde an der Kraftübertragung beteiligt sein. Das heißt, die Kraft des Muskels ist erstmal größer. Je größer der Fiederungswinkel, umso größer ist im Grunde auch die Kraft, weil ich mehr Sarkomere, die parallel geschaltet sind, habe. Aber man muss auch immer berücksichtigen, was kommt als Kraft bei der Sehne an. Das heißt, das ist hier jetzt einmal dargestellt, je größer dieser Winkel,
umso weniger kommt das im Grunde auch bei der Sehne an. Denn die Kraft, die die Sehne hat, ergibt sich aus dem Produkt der Muskelkraft mal dem Kosinus des Winkels, was den Fiederungswinkel angeht. Das heißt, das ist im Grunde ein Nachteil an der Stelle. Also mehr Kraft für den Muskel, auf der Sehne kommt ein bisschen weniger an. Ein weiterer Nachteil ist noch, hat noch mit der Geschwindigkeit zu tun, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt hier mit diesem Fiederungswinkel eine gewisse Längenänderung habe von der Muskulatur her, dann kommt natürlich auch hier weniger und auch jetzt in diesem Zusammenhang weniger auf der Sehne an. Und das ist ja das, was ich bei der Bewegung haben will. Ich möchte, dass die Sehnen sich annähern. Das heißt, je größer der Fiederungswinkel, umso langsamer ist im Grunde auch der Muskel. Der Muskel an sich ist stärker. Wenn ich das auf den Querschnitt im Grunde wieder rückrechne, ist es natürlich so, dass weniger bei der Sehne ankommt. Aber festhalten kann man eigentlich ganz gut, dass die Muskeln, die einen geringen Fiederungswinkel haben, die sind nicht unbedingt so stark, dafür aber deutlich schneller, weil es im Grunde direkt ankommt. Und die Muskeln mit dem größeren Fiederungswinkel haben im Grunde mehr Kraft. Allerdings sind die im Grunde langsamer, weil die Bewegung eben bei der Sehne nicht so schnell ankommt. Okay. Zum Abschluss gucken wir uns nochmal an, was passiert jetzt, wenn wir diese Relationen verändern wollen. Das wollen wir ja durch Training. Wir wollen mehr Kraft oder mehr Geschwindigkeit haben. Und was passiert jetzt eben auf der Muskelebene? Wir sehen das jetzt hier einmal in schwarz dargestellt. Sagen wir mal, wir hätten mit dem Krafttraining angefangen. Das wäre jetzt hier ein kleiner Querschnitt und jetzt hätten wir einen größeren Querschnitt. Dann sehen wir natürlich, die Kraft nimmt zu. Aber es ist im Grunde vom Punkt, der jetzt hier Maximum ist, also von der Länge ändert sich jetzt hier im Grunde erstmal nichts. Das heißt, wir sehen jetzt hier in der Geschwindigkeitskraftrelation einen Anstieg im isometrischen Maximum. Wir sehen auch, dass die rote Kurve eigentlich für alle Verkürzungsgeschwindigkeiten einen höheren Wert hat. Allerdings sehen wir hier, kann man sagen, die Kurve ist hier im Grunde festgetackert. Das heißt, an der Geschwindigkeit ändert sich erstmal nichts, sondern nur an der Kraft. Gut, wie können wir jetzt eine größere Kraft erzeugen? Entscheidend dafür ist, wie viele Sarkomere parallel geschaltet sind. Und das hat Teugo hier jetzt auch nochmal dargestellt in fünf verschiedenen Schritten, die sich ergeben. Das heißt, wir haben jetzt hier den Muskelquerschnitt und verschiedene Zellen. Wichtig ist, wir hätten jetzt hier in Schwarz einmal dargestellt die Zellkerne und in Grau, das ist die sogenannte myonukleäre Domäne. Das ist der Bereich, den im Grunde ein Kern dann eben versorgen muss. Was passiert jetzt? Ich setze einen Reiz, habe eine hohe muskuläre Spannung und was wird jetzt in Gang gesetzt? Der erste Schritt ist, dass wir in den Ribosomen eine Steigerung der Synthese haben. Das heißt, die bauen jetzt vermehrt Proteine. Und das führt dazu, dass diese myonukleären Domäne der Zellkern erstmal expandieren. Das heißt, sie merken, oh, da kommt was. Wir müssen hier schon mal ein bisschen Fläche erhöhen und haben jetzt hier erstmal eine Ausbreitung. Das heißt, die Domäne wird erstmal größer. So, das aktiviert bestimmte Satellitenzellen. Diese Satellitenzellen kann man sich vorstellen wie so Vorläuferzellen in der Muskulatur, die jetzt merken, oh, okay, wir sollen also was bauen. Und die setzen sich jetzt hier im Grunde an die Muskelfaser rein. Das heißt, wir haben da eine Vermehrung. Die teilen sich und setzen sich im Grunde an der Muskelfaser an und setzen sich jetzt hier hinter diese Teile dran, um die Muskelfaser dann zu verdicken. So. Was dadurch passiert, ist, dass die Anzahl der Zellkerne in der Muskelfaser erstmal zunimmt. Das heißt, es werden neue Zellkerne gebildet über diese Satellitenzellen. Und damit steigt im Grunde einmal der DNA-Gehalt und damit auch die transkriptionelle Kapazität der Muskelfaser. Die myonukleäre Domäne der Kerne, die man jetzt hier links sieht, in Schritt 4, nimmt dadurch zwischenzeitlich ab, weil ich jetzt ja mehr Kerne zur Verfügung habe. Das heißt, die sagen sich, okay, da ist noch ein weiterer Kern, dann brauche ich jetzt hier nicht mehr so viel gleichzeitig versorgen. Und im letzten Schritt expandieren dann im Grunde diese neu gebildeten Kerne. Das führt auch zu einer Expansion dieser myonukleären Domäne. Und dadurch habe ich im Grunde mehr Kerne, die ja im Grunde parallel angeordnet sind und eine entsprechend größere Faser.
Wenn ich mir jetzt eine Veränderung in der Geschwindigkeit anschaue, das heißt, ich würde jetzt ein Schnelligkeitstraining machen, das sehen wir auch immer für die verschiedenen Relationen. Wir haben jetzt hier wieder meine Längen-Kraft-Relation. Das heißt, hier wäre jetzt die Ausgangslänge und über dieses Schnelligkeitstraining kommt es eben dazu, dass sich diese relative Faserlänge im Grunde verlängert. Das heißt, ich habe jetzt hier eine längere Faser. Bei den Relationen haben wir hier jetzt im Grunde umgekehrt die Kurve festgetackert bei der Kraft, denn bei der Kraft ändert sich erstmal nichts, wenn ich jetzt mehr Sarkomere in Serie habe, sondern im Grunde hier nur bei der Verkürzungsgeschwindigkeit. Das heißt, da haben wir den großen Effekt. Und dieser Mechanismus funktioniert im Grunde analog genauso, wie wir es da gerade gesehen haben, nur dass jetzt den Muskelfasern eben gesagt wird, passt mal auf, jetzt bitte nicht parallel anlagern, sondern wir brauchen das Ganze in Serie. Der möchte jetzt hier demnächst schneller werden. Aber die Prozesse dahinter sind im Grunde fast genau gleich. Der Effekt ist nur, ich habe mehr Sarkomere in Serie. Das heißt, wenn sich jetzt alle gleichzeitig verkürzen, habe ich hier eine stärkere und schnellere Verkürzung des Gesamtmuskels. Okay, damit haben wir die Grundlagen gelegt. Ja. In der nächsten Lektion greifen wir das nochmal auf, gucken uns da nochmal andere Veränderungen in den verschiedenen Relationen an, was passiert da, und werden auch mal einen Exkurs in Richtung Praxis machen. Das heißt, wie bedingt jetzt zum Beispiel auch ein Krafttraining Anpassungen in der Schnelligkeit? Ist es notwendig? Ist es nicht notwendig? Alles das machen wir dann bei Schnelligkeit 2.